Herzlich willkommen zur ersten Veranstaltung unserer Reihe Ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Sterbewünsche in der Hospiz- und Palliativarbeit. Diese Reihe habe ich gemeinsam mit Pastor Florian Ehlert, Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen im Kirchenkreis Hamburg, vorbereitet. Ihn begrüße ich ganz herzlich und natürlich auch unseren heutigen Referenten, Professor Remann Sutter. Das Thema Sterbewünsche, das wollten wir eigentlich schon im März letzten Jahres im Rahmen einer Wochenendtagung bearbeiten. Was heißt es, wenn jemand sagt, ich möchte sterben? Aus unterschiedlichen Perspektiven wollten wir uns der Vielschichtigkeit dieser Aussage annähern. Die Tagung konnte dann, bedingt durch die Corona-Pandemie, nicht durchgeführt werden. Und auch in diesem Jahr können wir leider keine Präsenztagung anbieten. Doch das Thema Sterbewünsche war und ist gerade heute aktuell und es ist wichtig, dass wir darüber sprechen. So entstand die Idee, aus der Tagung eine Online-Veranstaltungsreihe zu machen. Und wir wollen diese Veranstaltung nicht als reine Vortragsreihe machen, sondern wir wollen Ihnen mit Ihrem großen Erfahrungsschatz auch die Gelegenheit geben, sich miteinander auszutauschen. Deshalb wird es auch zwei Gruppenphasen heute geben. Ich freue mich, dass so viele Menschen unserer Einladung gefolgt sind und jetzt wir hier gemeinsam in diesem Zoom-Raum sein können. Mein Name ist Tanja Fling aus Ruh. Ich bin Studienleiterin der Evangelischen Akademie der Nordkirche und ich lade Sie gemeinsam mit Florian Ehlert ganz herzlich ein, mit Professor Remann Sutter und auch untereinander in die Diskussion zu treten. Mein Name ist Florian Sebastian Ehlert. Ich habe zu 75% eine Stelle beim Kirchenkreisverband Hamburg, der Hamburger Krankenhausseelsorge, zugeordnet, Leitung der Arbeitsstelle Ethik im Gesundheitswesen. Und zu 25% bin ich bei der Institutionsberatung für die pastoratpsychologische Seelsorge, Fort- und Weiterbildung. Und ich habe jetzt die besondere Ehre, Herrn Professor Dr. Remann Sutter vorzustellen. Sie sind seit 2009 Professor für Theorie und Ethik in den Biowissenschaften an der Universität Lübeck. Und Sie haben über mehr als 10 Jahre lang in verschiedenen Abschnitten sehr umfangreiche Interviewstudien geführt, in Zusammenarbeit auch mit Heike Gudert und Katrin Ohnsorge in Basel, wo es ganz zentral um die Frage geht, was meinen denn Menschen, wenn sie nicht mehr leben wollen? Und das ist eine, finde ich, auch sehr zentrale Fragestellung, gerade auch in der aktuellen Diskussion um den assistierten Suizid, weil natürlich zu erwarten ist, dass wenn jemand sterben will, das nicht gleich bedeutet, dass jemand Suizid will. Und über diese Differenzierung und über das, was sozusagen möglicherweise mitschwingt, werden Sie uns jetzt ein bisschen einführen in Ihre Studien. Ich freue mich, dass ich Sie jetzt hier vorstellen kann. Und bin gespannt auf Ihre Ausführungen, Herr Professor Remann Sutter. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ehlert, und auch Dank an das Team, dass Sie das möglich gemacht haben, dass ich zu Ihnen sprechen darf und mit Ihnen auch diskutieren darf, heute Abend zu diesem so vielschichtigen Thema der Sterbewünsche. Ich beginne gleich mit einem Interview-Ausschnitt. Moment, ja. Jetzt müssten Sie das sehen, das muss ich da, ja, können Sie schon sehen? Gut, also ein Patient, 84 Jahre alt, mit einem Karzinom in der Gallenblase, hat, das wussten wir natürlich erst hinterher, 2 Tage vor seinem Tod, wir hatten das Interview mit ihm noch führen können, unter anderem gesagt, ich möchte gerne, dass ich einschlafe und hinüberschlüpfe. Es ist ja keine Wand dazwischen, oder? Da schwingt noch ein bisschen Witz mit. Aber vielleicht ist auch eine ganz ernsthafte Sorge dabei, weil wenn ja da eine Wand wäre, was ist dann mit einem, wenn man stirbt? Das Sterben, die Vorstellung des Todes, das Unbekannte macht Menschen schon auch Sorgen und sie haben Vorstellungen davon, was da passiert. Die Idee zu dem Forschungsprojekt über Sterbewünsche von Menschen in Palliativpflege
ist, wie Herr Ehlert erwähnt hat, zusammen mit der Palliativärztin Heike Gudath entstanden. Und das ist wirklich jetzt schon 16 Jahre her, im Jahr 2005, am Rande einer Tagung zur Neuregelung des assistierten Suizids in der Schweiz. Ich war damals Präsident der Nationalen Ethikkommission. Heike, Chefärztin in einem wirklich tollen Hospiz, in einer großen Villa situiert im Garten, mit Garten in Arlesheim. Und wir beide fanden, dass in den Diskussionen um den assistierten Suizid schon damals und auch allgemein in den Diskussionen um Sterbehilfe, inklusive in den Fachdiskussionen, in den Ethikzirkeln, meistens nur auf der Ebene der Regulierung diskutiert wird. Was soll verboten werden, was soll erlaubt werden, unter welchen Bedingungen und so weiter. Und dabei eigentlich der menschliche Hintergrund der Personen, die am Lebensende sind, die diese Erfahrung machen, dass ihr Leben zu Ende geht und dass sie Handlungsmöglichkeiten suchen und auch haben, dass diese Situation viel zu wenig gewürdigt wird und verstanden wird. Man geht in den, oder man ging, und auch heute noch stimmt das für viele Teile der öffentlichen Debatte um assistierten Suizid immer noch, man geht einfach davon aus, dass es Menschen irgendwie gibt, die halt einen Sterbewunsch haben, Punkt. Und dann muss das Gesetz und die Gesellschaft darauf reagieren, hinterfragt aber gar nicht, was eigentlich hinter diesem Sterbewunsch ist. Was könnten Sterbewünsche denn eigentlich bedeuten? Bedeuten die alle dasselbe? Einfach nicht mehr leben wollen? Sind das nur sprachliche Varianten, die alle im Prinzip einen einzigen fundamentalen Wunsch, dass das Leben zu Ende gehe, enthalten? Als wir die Studie dann planten und dachten, wir müssen wirklich Interviews führen, wir müssen die Leute zum Sprechen bringen, wir müssen uns ihnen zuwenden und vor allem ihnen ausführlich zuhören, dann meinten wir mit Sterbewünsche immer, das muss ich vorweg sagen, die Wünsche zu sterben. Also wie dieser Patient sagt, ich möchte gerne, dass ich einschlafe und hinüberschlüpfe. Das ist ein Sterbewunsch, der sich auf das Sterben selbst bezieht. Also das ist aber gleichzeitig auch ein Wunsch, so und so zu sterben. Er möchte nämlich einschlafen und hinüberschlüpfen, möchte nicht leiden, er möchte nicht kämpfen, er möchte nicht, weiß nicht, auf offener Straße umfallen und so weiter, sondern er möchte quasi ruhig einschlafen und hinüberschlüpfen. Das ist ein Wunsch zu sterben und gleichzeitig ein Wunsch, wie jemand sterben möchte. Aber in erster Linie im Zentrum interessierten uns eigentlich die Wünsche zu sterben. Beide hängen offensichtlich zusammen, wie dieses Beispiel zeigt. Wir haben dann eine qualitative empirische Studie geplant, in steter Verbindung mit der ethischen Diskussion, also nicht nur Empirie zum Selbstzweck. Wir wollten mehr erfahren, damit wir auch die ethischen Fragen besser verstehen, wie die Menschen, die sterben möchten, die ethischen Fragen selbst verstehen, welche Fragen sie überhaupt stellen und was sie umtreibt. Also die Ethik der öffentlichen Debatte, die Ethik, die ich selbst betreibe als Ethiker, die wir gemeinsam jetzt heute Abend in der Diskussion betreiben, ist ja eine Ebene, aber die andere Ebene ist die Ethik der Personen selbst, die sich ernsthafte Gedanken machen, was sie jetzt wollen, dürfen, sollen, wie sie an ihrem Punkt am Lebensende jetzt voranschreiten. Und mit dem Tod ist es ja so eine Sache. Wie der Tod zum Leben steht, ist alles andere als klar. Klar ist einzig, dass der Tod das Ende des Lebens ist, dieses Lebens, das wir hier auf der Erde leben. Aber ob der Tod eine Gefahr ist, der äußerste Feind oder auch ein Freund, das kann je nach Situation unterschiedlich gesehen werden. In der Medizin ist der Tod meistens zunächst das, was es zu vermeiden gilt. Die Medizin versteht sich seit Jahrhunderten als etwas, was Leben erhalten will. Aber nicht um jeden Preis. Viele Ärzte wissen das, dass man manchmal mehr tun kann, als den Patienten wirklich gut tut, auch wenn es das Leben noch um Tage verlängert. Die Qualität des Lebens steht manchmal höher als die zeitliche Länge des Lebens,
wenn auch gleich die Frage natürlich aufgeht für Patienten und für Ärztinnen und Ärzte, was denn die Qualität alles bedeuten kann. Jetzt, um dieses Thema Tod etwas zu beleuchten, habe ich ein Gedicht genommen und Ihnen hier projiziert von Nelly Sachs. Sie kennen vielleicht Nelly Sachs, eine vor den Nazis geflohene jüdische Autorin, die in Stockholm untergekommen ist und dort dann gelebt hat, bis 1970 den Literaturnobelpreis erhalten hat und unglaublich eindrückliche Gedichte geschrieben hat, auch zum Lebensende, zu anderen Themen natürlich auch. Aber dieses ist im Verlauf ihrer Pflege ihrer Mutter entstanden, die sie als hochbetagte Frau begleitet hat bis zum Tod. Und wir lesen da nur die ersten drei Zeilen dieses Gedichts. Ich habe das Ganze abgedruckt hier, aber Sie müssen nur die ersten drei Zeilen angucken. Noch feiert der Tod das Leben in dir. Närrin in der Spirale der Eile. Diese ersten Zeilen stimmen einen dreistimmigen Akkord an. Der Tod erscheint gleich als eine feiernde Gestalt. Er feiert, aber nicht mit hämischer Zuversicht, am Ende über das Leben zu obsiegen. Der Tod feiert nicht über das Leben, sondern er feiert das Leben. Tod und Leben sind einander näher als in der Vorstellung des Sensemannes, der kommt und mäht. Aber das Gedicht beginnt mit einem Noch. Die Feier dauert noch. Sie geht nicht immer weiter. Sie wird ein Ende haben. Das Leben ist vergänglich, verletzlich, endlich. Mehr liegt für uns Menschen nicht drin, für Lebewesen nicht drin. Oder besser gesagt, darin besteht das Kostbare des Lebens. Der dritte Klang in der dritten Zeile ist die Stimme der Sterbenden, die einstimmt. Sie wird aber von der Erzählerin gleich Närrin genannt, weil sie in einer Spirale gefangen sei, die sie in der Eile des Lebens festhält. Oder hat sie es vielleicht zu eilig mit dem Sterben? Und die Eile bezieht sich auf den Tod selbst? Die Figur des Todes, die hier freundlich gezeichnet ist, das Leben noch feiernd, aber doch präsent, weckt die Frage, wer er denn sei. Ist der Tod unser Freund oder unser Feind? Ist er überhaupt jemand? Weshalb erscheint der Tod in vielen Darstellungen als Person? Oder als Figur? Wie steht der Tod zum Leben? In welcher Relation? In welchem Verhältnis steht der Tod zur Welt? Ist die Begegnung mit dem Tod eine Gefahr, sogar die höchste Gefahr, die uns Lebenden drohen kann? Wir können ja im höchsten Fall das Leben verlieren. Aber Leben kann in bestimmten Situationen auch schlimmer werden als zu sterben. Darüber wollten wir in der Sterbewunschstudie mehr erfahren. Was haben wir gemacht? Wir haben vier Patientengruppen in die Studie einbezogen. Onkologische Patienten, Patientinnen, neurodegenerative Erkrankungen wie MS oder ALS, Organversagen wie COPD oder Herz-Kreislauf und Frailty, wie das Englisch heißt, Gebrechlichkeit in hohem Alter. Also die nicht jetzt speziell eine Krankheit haben, aber einfach immer schwächer werden, vielleicht im Altersheim sind. Wir haben qualitative, narrative Interviews geführt in verschiedenen Palliativsituationen, Hospiz, Krankenhauspalliativstationen in zwei verschiedenen im Raum Basel und auch in der ambulanten Palliativsituation. 30 terminalkranke onkologische Patienten, Patientinnen und 32 nicht onkologische. Und wir haben jedes Mal zu den Patienten eine angehörige Person interviewt, und zwar die Patientin uns angab. Also, und auch, wir haben auch gefragt, ob wir jemanden interviewen dürfen aus der Familie. Und wenn sie Nein sagte, haben wir niemanden interviewt. Und
eine Pflegeperson, die nah war, dieser Patientin, und die zuständige Ärztin. Das waren also immer mindestens 4 Interviews pro Fall, in Anführungszeichen, also pro Patient, pro Patientin. Und so hat das insgesamt, also mit diesen 62 Patienten, dann rund 250 Interviews gegeben. Zum Teil konnten wir die Interviews auch wiederholen in verschiedenen Zeitetappen und konnten ein bisschen den Verlauf darstellen. Diese Interviews haben wir, wie man das macht, in der qualitativen Forschung aufgezeichnet, auf Band, vollständig transkribiert, anonymisiert. Das gab ungefähr 2.500 Seiten Transkript, Daten ausgewertet mit Hilfe der qualitativen Computerprogramme MaxQDA und im Team analysiert, ausgewertet mit einem phänomenologischen und hermeneutischen Ansatz. Was haben wir herausgefunden? Ich kann nur ganz kurz einige Elemente herausholen. Das erste Wichtige war, dass Sterben wünschen heißt oft gar nicht, dass jetzt sofort etwas passieren soll oder dass man das Sterben beschleunigen will. Also es ist nicht so, dass diejenigen, die sterben wünschen, zu sterben wünschen, immer automatisch zum Beispiel assistierten Suizid oder eine Form von Sterbehilfe wollen, jetzt gleich. Oder überhaupt nicht alle wollen eine Form von Sterbehilfe. Zum Beispiel hier ist eine Person, die eine Form von Sterbehilfe wollte, nämlich die passive, also etwas nicht mehr tun. Die Patientin 57, Kieferkarzinom, sagte, also ich bin eine Kämpfernatur. Ich habe wirklich gekämpft. Jetzt bin ich am Limit. Jetzt mag ich einfach nicht mehr. Das Stopp der Therapie war für mich wie eine Erleichterung. Da habe ich den Entscheid gefällt und es war gut. Das war Anfang des Jahres. So, wir haben, ich muss es ganz kurz machen, aus Zeitgründen, wir haben solche typische Wunschintentionen versucht, etwas systematisch zu ordnen und sind auf eine quasi Skala, in Anführungszeichen, gekommen von intensiveren, immer mehr auf die aktiven Schritte hin orientierten Sterbewünsche gekommen und haben sie abgegrenzt gegenüber den Lebenswünschen und auch gegenüber der Akzeptanz des Sterbens. Akzeptanz heißt eigentlich einverstanden sein, ist nicht ein Wunsch, dass es geschehen solle. Die Wünsche sind immer mit einer Hoffnung verbunden, dass das, was man wünscht, auch Wirklichkeit werde. Aber das kann mindestens diese neuen Formen haben, also dem Sterben positiv entgegensehen, hoffen, dass das Sterben schneller geht, aber noch gar nichts dazu beitragen wollen, zu sterben wünschen, aber nicht beschleunigen wollen, dann ganz häufig waren hypothetische Sterbewünsche, er möchte in einer bestimmten Situation, wenn die Schmerzen unerträglich werden oder wenn ich am Ersticken bin oder so etwas bei ALS, ein Thema, dann beschleunigen, aber nicht jetzt. Oder Beschleunigung erwägen, aber im Moment ist es gar keine moralische Option, weil die Situation so ist, dass sie das für sich moralisch nicht in Betracht ziehen. Oder Beschleunigung wollen, aber es ist wirklich eine moralische Option, auch für sie selbst moralisch akzeptabel. Die letzten drei haben wir als Wille zu sterben bezeichnet, wenn sich der Wunsch wirklich auf eine Handlung bezieht, ausdrücklich darum bitten, lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen, wie Ernährung, Therapien, um das Sterben zu beschleunigen. Also nicht, weil man die Therapie nicht möchte, weil sie irgendwie zu unerträglich ist oder so, sondern einfach, weil das Sterben damit beschleunigt werden soll. Oder aktive Schritte unternehmen, um das Sterben zu beschleunigen. Also wie assistierten Suizid organisieren oder aktive Sterbehilfe wollen. Das ist schon mal sehr eindrücklich gewesen, dass wir eine solche Vielfalt erhalten haben. Und wir haben den Schluss gezogen, dass Sterbewünsche offensichtlich eine ganz komplexe Ideenkonfiguration sind. Und oft sind Sterbewünsche sogar zusammengesetzt aus Teilwünschen, die aktive und passive Elemente enthalten und auch immer in Bezug auf Bezugspersonen angelegt sind. Wir haben dann versucht,
wieder zu ordnen und eine Art Anatomie des Sterbewunsches entwickelt in diesem Schema. Also ein Sterbewunsch hat hinter sich eine Motivation und vor sich eine Intention. Und dazwischen sind Interaktionen mit dem sozialen Umfeld, mit den Beziehungen, mit den bedeutungsvollen anderen. Die Motivation beantwortet die Frage, warum, und die Intention beantwortet die Frage, wie oder was gewünscht wird. Die Motivation haben wir unterteilt in die Bedeutung, in die Gründe und in die Funktionen von Sterbewünschen. Hier ein paar Beispiele für Bedeutungen, damit Sie merken, was ich meine. Ich lese nicht alle vor. Zum Beispiel der Sterbewunsch als ein Wunsch, der Tod möge langes Leiden beenden. Also wenn das Leben als Last empfunden wird. Oder 7, der Sterbewunsch als ein Wunsch, ein wertlos gewordenes Leben möge enden. Also das Leben als wertlos empfunden wird, das ist etwas anderes als die Last. Ein Wunsch, ein gutes Leben abzuschließen, quasi einen Abschluss zu finden, kam auch vor. Und viele weitere. Also das ist eine offene Liste, das ist keine Systematik, die alles umfasst. Das haben wir einfach aufgelistet, was in den Interviews vorgekommen ist. Bei den Gründen können Sie sich so etwas zum Beispiel vorstellen, das ist vielleicht naheliegend, dass Schmerzen eben Gründe sind, dass man das als unerträglich findet, extreme Schmerzzustände, also wenn ich nach 3 Tagen und so weiter, dann sie sagt, da ist man gekocht, dass ich dort einfach gesagt hatte, ich kann nicht mehr. Ein drittes Ergebnis, die Person, die einen Wunsch erlebt, ist auch ein Subjekt seiner Wünsche, oder ihrer Wünsche, Entschuldigung, ein ethisches Subjekt. Das wurde ganz deutlich aus den Interviews, die sich eben ethische Fragen selbst stellt über ihre Wünsche. Das Wünschen ist etwas sehr sorgfältig Austariertes für diese Menschen. Die wünschen nicht einfach so wild drauf los. Und das zu sehen, dass die Menschen sehr sorgfältig umgehen mit ihren Wünschen, die ihnen zum Teil entstehen, mit denen sie aber auch ganz bewusst ringen, das ist für alle Beteiligten, für die Behandelnden, für die Pflegenden, für die Angehörigen, aber auch für die Wünschenden, also die Patientinnen und Patienten selbst, wichtig, um auch die Bedeutung von komplexen, zum Teil auch ambivalenten Wunschvorstellungen zu verstehen. Ambivalenz ist ein Phänomen, das wir oft angetroffen haben, also quasi dasselbe, nein, zwei Dinge zu wünschen, die man nicht gleichzeitig erreichen kann. Zum Beispiel, ich habe nachher ein Beispiel dafür, jemand, der gesund werden will und gleichzeitig sterben will. Und wenn die Sterbephase als Abschiedssituation verstanden wird, wir kennen ja alle Abschiedssituationen von geliebten Menschen, und da empfinden wir auch die Ambivalenz. Man möchte irgendwo hinkommen, freut sich auf den neuen Ort oder auf die Reise oder was es auch immer ist, und gleichzeitig ist man traurig, dass man jemanden zurücklassen will. Also wenn das Sterben ein Abschied ist, ist eigentlich die Ambivalenz etwas selbstverständlich Naheliegendes, dass das als Vorstellung kommt, dass Menschen eben empfinden können, ich möchte sterben, aber gleichzeitig möchte ich wieder gesund werden, weil ich traurig bin, dass ich gehen muss. Also hier haben wir eine Person, die so eine Ambivalenz ausdrückt, sagt, das ist eben der Widerspruch, entweder heimgehen oder laufen können oder dann einfach abreisen. Und dazu haben wir die Tochter interviewt, die das so darstellt. Irgendwie scheint es mir, sie möchte gehen, sie wartet irgendwie auf das und doch hat sie Angst loszulassen zum Hinübergehen. Es ist, wie wenn sie es zurückhält und so weiter. Und wir haben auch die Krankenakte konsultiert. Da drin stand bei dieser Patientin, die Ambivalenz ein großes Problem. Also offenbar haben die Behandler die ausgedrückte Ambivalenz als Problem empfunden. Die wusste nicht, wie mit der Situation umgehen. Die Ärztin, die verantwortlich war für diese Patientin, hat allerdings eine kritische Einstellung
gegenüber dieser empfundenen Schwierigkeit gehabt. Und sie sagte, also sie hat den Pflegenden gesagt, also die Patientin hat den Pflegenden gesagt, ach, es ist doch alles, das hat doch alles keinen Wert mehr. Ach, ich bin doch parat, jetzt könnte ich doch sterben. So quasi, um auszudrücken, ich bin bereit. Und es ist alles mühsam. Ich liege hier, ich koste. Also das war auch ein Aspekt, das zur Last fallen eigentlich. Ich koste, ich mache Arbeit und so weiter. Das war für sie am Anfang sehr, sehr schwierig, diese Hilfe anzunehmen, also für die Patientin. Und die Pflegenden haben das dann so interpretiert, dass sie einen Sterbewunsch hat. Die Ärztin findet, das sei nicht so einfach gewesen, dass sie will, dass wir abstellen, dass wir nicht weiter behandeln. Das haben, und sie haben ihr eine viel, viel aktivere Rolle zugedacht, mit der ich nicht einverstanden war. Sie sehen also hier auch einen Teamkonflikt, der aufflammt, wie man die Patientin in ihrer Ambivalenz am besten interpretieren muss. Und unsere These eigentlich aus den Interviews ist, dass die Ambivalenz quasi angenommen werden muss und vielleicht ein Aufruf ist, näher sich ihr zuzuwenden und beide Seiten der Medaille zu verstehen und nicht zu warten, bis die Ambivalenz sich aufgelöst hat. Die Ethik des Wünschens, ich lese nur den vierten Punkt hier, ist eigentlich eine ganz reichhaltige Sache, wenn man sich in die Subjektposition des Wünschenden oder der wünschenden Person hineinversetzt. Es erschließt sich im Wünschen, insbesondere auch im Sterbewunsch, ein eigenes Feld des Ethischen, weil das Wünschen nicht nur eine Form des Hoffens ist, der Intentionalität, dass man etwas möchte, sondern ein Handlungsraum, der sich in Beziehungen entfaltet, wo immer andere Menschen eine Rolle spielen. Jetzt zum Schluss habe ich einen Fall. Ich habe ein etwas längeres Zitat aus dem Interview mit Alette. Wir haben sie Alette genannt, sie heißt in Wirklichkeit anders, ist anonymisiert. Sie hatte ein adenoides Karzinom am Oberkiefer und achten Sie mal drauf, welche Problematik für Sie im Vordergrund steht. Wenn sie sagte, sie wurde gefragt, was beschäftigt Sie aktuell am meisten? Und sie sagt, das Unwissen, wie lange es noch geht. Also ich fühle mich sehr parat. Ich bin so weit wegen meiner langen Geschichte, dass ich nicht mehr mag. Und ich fühle mich parat zum Sterben. Ich habe alles geregelt mit meinen Kindern. Wir haben Gespräche gehabt. Wir sind alle parat. Und es stimmt für alle so. Das tönt für Außenstehende oft sehr komisch. Aber meine Kinder, meine Familie, meine engen Freunde, wir haben so viel geredet miteinander. Sie haben mich liebenswert mitgenommen. Und meinen Kindern ist es auch ganz klar, ich mag jetzt einfach nicht mehr. Ich habe lange gekämpft, aber jetzt mag ich nicht mehr. Jetzt ist es einfach gut. Und die Interviewerin fragt dann, was ist denn das für ein Tumor, den man sonst nicht hat? Und sie antwortet, ein zystisches Karzinom, das haben wir nicht ganz verstanden im Interview. Adenoid heißt es in der Krankenakte. Normalerweise stirbt man relativ schnell. Also niemand im Unispital hat damit gerechnet, dass ich noch so lange lebe. Und die haben dort ein ganz tolles Team, das mich sehr gut betreut hat. Aber eben, wie gesagt, es haben alle nicht erwartet, dass ich, also es ist nur dank einer Person, behaupte ich, meiner Familie, meiner Freunde, die mich gestützt haben. Ich bin Katechetin von Beruf. Ich habe auch einen soliden Glauben. Das hat mir auch sehr geholfen. Es sind einfach so verschiedene Sachen. Also ich bin eine Kämpfernatur, ich habe wirklich gekämpft, habe gemerkt, es ist einfach, jetzt bin ich am Limit, jetzt mag ich einfach nicht mehr. Und das noch? Also das letzte Mal notfallmäßig ins Krankenhaus kam, wo ich irgendwie so einen Epi-Anfall oder sonst eine Krise, also Hirnfunktion gehabt habe, wo sie einfach das Gefühl hatten, ja, machen wir doch eine Gewebsentnahme. Da haben mir bei mir alle roten Lämpchen angefangen zu leuchten, weil das wäre so im Schädel drin, oder? Da habe ich gedacht, nein, nein, einfach nein. Jetzt ist einfach genug. Das war für mich ein Moment, das waren meine Kinder nicht mehr klein, also Kinder, junge Erwachsene. Und dann haben wir nachher gerade miteinander geredet und haben auch gesagt, nein, jetzt ist es einfach genug. Für mich war dann einfach, sie haben dann gesagt, ja, vielleicht könnte man noch eine Chemo machen, obwohl sie uns vor 10 Jahren gesagt haben, es gäbe keine Chemo.
Da habe ich gesagt, nein, nein, einfach nicht mehr. Jetzt ist es einfach genug. Das war der Moment. Also die Frau erklärt sehr lange und von verschiedenen Seiten, was es rechtfertigt, dass sie den Moment jetzt gefunden hat, wo sie nicht mehr kämpfen möchte. Daraus entnehme ich eine Frage, die ich Ihnen gern in die Gruppen mitgeben möchte. Das Abwägen, wann man genug gekämpft hat, wann darf man einlenken? Aufgeben ist ja für uns alle, nicht nur für Alette hier in diesem Beispiel, moralisch konnotiert. Wir fordern von uns, nicht aufzugeben. Wir fordern von uns, zu kämpfen. Wir können immer noch ein bisschen mehr kämpfen. Aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir uns selbst erlauben, dass wir nicht mehr weiterkämpfen müssen. Was spielt da möglicherweise für eine Rolle? Nehmen Sie Ihre Erfahrungen als Pflegende, als Hospiz- und Palliativarbeiterinnen und Arbeiter, als Menschen, die Angehörige haben, die Sie beobachtet haben, als Mensch, der sich selbst vorstellen kann, in einer solchen Situation zu sein. Was spielt in dieser Situation alles eine Rolle, wenn es um diese Klärung, ich sage nicht Entscheidung, sondern Klärung geht, wann ein Punkt gekommen ist, wenn man nicht mehr weiterkämpfen muss, wenn man sich selber zugesteht, jetzt quasi sterben wünschen zu dürfen. Danke für die Aufmerksamkeit.